Hallihallo, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 2. Heute möchte ich euch erstmal so ein bisschen zeigen, was alles passiert ist im Zeitraffer und danach. Denn, ja, und dann noch ein ganz kleines neues System bauen, womit wir auch sehr selten Erze bekommen. Also zuerst mal nach dem Zeitraffer haben wir noch ein kleines bisschen was weitergebaut. Denn ja, es sind halt so diese Autocrafting-Sachen, die gehören hier alle nicht zum Questbuch dazu. Und darum, ja, ist es jetzt nicht so nötig, beziehungsweise sehe ich es nicht so als nötig, das zu aufzunehmen, zumal es sehr langwierig ist und so weiter. Und dann, gibt es hier, du musst halt jedes Rezept erst machen und so weiter. Ist, wie gesagt, sehr langwierig und auch das Warten ist immer blöd. Und ich erkläre euch das mal kurz. Also wir haben hier hinten im ME-System habe ich reingebaut solche Crafting Processing Units. Die 64K Units, die können 64 Crafting Rezepte, also 64 Unterrezepte beziehungsweise insgesamt speichern. Davon habe ich 5 Stück, also wir können 5 gleichzeitig craften. Und hier drinnen in diesen ME-Interfaces, da kommen die ganzen Patterns rein. Und mir fällt gerade, und diese Molecular Assembler hier draußen, die craften das dann. Da habe ich auch schon ganz viele von diesen Speed-Upgrades reingemacht. Da kann ich mir mal noch was holen. Und von den Molecular Assemblern sollte ich auch noch welche haben, genau. Denn hier oben, diese Unit ist voll. Dieses Interface ist voll mit Rezepten, also kann ich das hier auch zumachen. Nur die anderen müssen halt noch offen bleiben. Ja. Und je mehr Molecular Assembler da sind an einem Interface, desto schneller craftet das. Ansonsten hier, das ist der ME-Controller, so ein riesen Geekern. Und hier die ME-Drives mit den ganzen Festplatten drin. Hier drüben wird auch Sand ausgelagert, weil wir halt sehr viel Sand haben. Warte, wie viele Stacks? 1600 Stacks Sand, alles klar. Dann haben wir hier oben, das ist etwas, was ich euch nochmal gleich zeigen werde, bereits 4 von diesen 16 Millionen Storage Cells. 16.000. Also ja, das sind 1,6 Milliarden, glaube ich. Naja, halt von diesen riesen Storage Cells. Und ich habe hier am Autocraften-Ding ein bisschen was rumgedreht und wir können diese Teile bereits autocraften. Das einzige Problem ist, wir brauchen unglaublich viel Redstone. Und ja, darum mache ich erstmal eine kleinere, wenn es geht, zum zeigen, ja, das geht. Und jetzt wird hier hinten irgendwo in so eine Crafting-Unit sehen, dass sie craftet, genau hier. Also jetzt sieht man, jetzt werden zuerst die Certus Quartz Crystals gemacht, damit man dann dieses Bio-Certus Quartz bekommt. Und es wird alles vollautomatisch gemacht. Hier hinten sind diese ganzen Inscriber, die hier allesamt dann die Sachen machen. Also zuerst werden hier ganz viele Logic Prozessors gemacht, dann die Engineering Prozessors, nee, Calculation Prozessors. Und das ist übrigens ein kleiner Pro-Tipp. Die kann man im Alloy Smelter braten, das wusste ich nicht, das hat mir der Wizard erzählt. Finde ich ganz nice. Ansonsten bin ich dann gleich noch dabei, hier mehrere Redstone Furnaces anzuschließen, sodass wir praktisch nicht nur an einem Furnace Sand brennen, sondern an mehreren. Das geht, also dann geht es halt viermal so schnell. Und ja, ansonsten kann ich ja zum Beispiel mal sagen, okay, Glas habe ich 1000, ich möchte nochmal 50 Glas mehr. Next drücke ich auf Start und jetzt kommt hier das erste Glas rein. Was kann ich noch autocraften? Ich guck mal so nach unten. Ah ja, genau, das ist auch ganz wichtig. Ich kann Solarpanels autocraften. Das ist auch eine sehr, sehr praktische Sache. Denn davon brauchen wir viele. Ich habe auch schon einen Level 4er hier. Ja, während das hier craftet, denn dafür wird halt viel Sand benötigt. Ah ja, hier sieht man übrigens in den Molecular Assemblern, wie das alles gecraftet wird. Hier mal tschak, 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 tschak. Richtig schnell. Und dann sollte hier vorne, genau, hier sollte es mit dem Solarpanel sein. Und da sieht man halt immer, so viel wird davon noch benötigt. So viel wird davon noch benötigt. Und jetzt sollte, ich glaube, das Solarpanel ist sogar schon gleich fertig. Solarpanel müsste gleich fertig sein. Und ja, jetzt seht ihr gleich mal, was ich meine mit dieser riesen Wartezeit. Es dauert halt eine Weile. Ah, da war es fertig. Solarpanel. So. Und da habe ich das. Ansonsten sind hier drüben diverse Maschinen. Hier ist ein Magma Crucible, der dann zum Beispiel hier jetzt Blazing Pyrrhotium nimmt und in die Eimer reinpackt. Und dann muss man halt hier nur noch
Rechtsklick, rechts, Linksklick machen und bekommt dann die Blazing Herutium einmal. Dann ansonsten hier ist noch ein Alloy Smelter für einfach mal so. Das hier ist eine Segmill und eine Painting Machine. Die Painting Machine, das ist was richtig Nices, zeige ich euch mal. Denn ja, ihr fragt euch vielleicht, wenn ihr das, wenn ihr hier so ein bisschen aufmerksam anguckt, wo sind die Fackeln und wieso ist es so hell? Es gibt hier so nice Blöcke. Und zwar ist das Painted Glowstone. Das heißt, du kannst da einen Glowstone einfach anmalen mit Stone Bricks und dann leuchtet der trotzdem und sieht aus wie ein Stone Brick. Damit haben wir die komplette Plattform gespickt. So, hier drüben ist eine riesige Smeltery entstanden, in der, glaube ich, auch wieder Rohstoffe drin sind. Ja. Und das wird dann halt immer hier reingegossen. Nur das Problem ist, die Maschine hängt sich immer mal ein bisschen auf. Deswegen, ja, die ist noch nicht so zeigereif. So, hier unten ist so eine kleine Maschine mit Pulverizer, die aber nicht ganz funktioniert. Hier das System, kennt ihr noch alles? Das Einzige, was sonst sich noch geändert hat, sind die Felder. Ich habe hier die Felder ein wenig abgeändert und zwar sind das jetzt ein wenig größere Felder. Und, ups, hier war noch kein Harvester drin. Dann muss ich das mal hier zeigen. Hier unten drunter ist ein Harvester, ein Planter und der hat hier solche Felder, wo man sagen kann, in welchem Quadrat jetzt was angebaut werden soll. Und das habe ich da einfach mal gemacht und ich habe jetzt keinen Schlüssel dabei, jetzt habe ich einen hässlichen Glowstone im Inventar. Ja, und deswegen pflanzen wir jetzt hier mehrere Sachen auf einem Feld an. Und diese Enderperlen-Farm mit Enderlilies, die ist auch relativ effizient. Ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Mal Enderperlen benötigt wurden. Wir können mal gucken. Enderperlen. Ja, wir haben fast 1000 Enderperlen. Die ist auch ganz effizient. Das Höllenportal wurde nach da verlegt. Und hier oben wurde jetzt schon begonnen, denn das ist das nächste, womit ich auch weitermachen möchte, mit Farmcraft. Da hat Wizard nur bis jetzt die Tables und die Workbank platziert. Und ja, beginnen wir jetzt nur heute mal mit dem, was ich vorhabe. Und zwar möchte ich einen Mining Laser bauen. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal Stone Bricks, ein paar. Und ja, erweitere die Base, die Plattform ein bisschen, sodass wir auch ein wenig Platz für den Laser haben. Und für alle, die nicht wissen, was dieser Laser macht, das ist ein Laser, der praktisch aus dem Nichts Erze erschafft und extrem viel Energie dafür benötigt. Und ja, die extrem viele Energie, das ist halt das größte Problem daran. Und ansonsten ist er ziemlich easy zu craften. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich das mit Solarpanels machen sollte. Denn die Solarpanels sind zwar effektiv, aber wenn Nacht ist und so weiter, ich habe zwar ein gutes System dafür, wenn was man machen kann dagegen, wenn es Nacht ist und so weiter, aber ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist und genau wie jetzt. Den Regen muss ich übrigens immer ausmachen, denn das laggt sonst. Hierhin. Tak, tak. Und jetzt nochmal hier und dann sollte das, glaube ich, erstmal reichen. Ich hole mir mal Painted Glowstone. Painted Glowstone und Stone Bricks. Stone. Oh, 12 Stück, krass. Oh, das Spawn Monster, nicht gut. Mal F7 drücken. Es können halt wirklich überall Monster spawnen. So, nach da, nach da, dahin. Okay, jetzt müssen wir halt irgendwo noch drei so rauspicken. Ich kriege es. Yay! Okay, einen habe ich schon. Jetzt müssen wir nur noch zwei weitere so rauspicken, dass wir die Lücke dort hinten füllen können. Oh, schön hell. Ich würde sagen, nämlich gleich das hier. Genau, zwei. Kann ich schon mal hinplatzieren. Und jetzt kann ich hier noch das dritte nehmen. Genau. Da haben wir hier die Plattform komplett. Keine Angst, das baue ich irgendwann auch schön, aber das schön bauen dauert auch immer eine Weile. Ich kann jetzt hier mal eine Abstimmung machen, ob ich auch solche Schönbausachen und solche Sachen, Auto-Crafting-Panels erstellen, mal in der Folge machen soll. Ich weiß nicht, ob man das interessant findet. Ich persönlich finde es jetzt eher weniger interessant, weil es halt echt langwierig ist. Aber ja, ich kann ja mal eine Umfrage machen. Also hier oben jetzt bitte abstimmen. So, ansonsten, für den Mining Laser brauchen wir mehrere Sachen. Einmal den Laser,
Laser Drill, das ist der hier. Davon brauchen wir nur einen. Da fehlen Machine Blocks. So, davon brauchen wir nur einen. Genau. Und davon brauchen wir mehr. Das Problem ist, dafür brauchst du diese Pink Slime Crystals. Und diese Pink Slime Crystals bekommst du eigentlich nur durch pinken Schleim. Und pinken Schleim bekommt man jetzt nicht so easy. Aber zum Glück haben wir hier diese Fluid Chaos. Und da gibt es hier Pink Slime Chaos. Und habe hier noch so ein kleines System mit einem Ranger. Das ist einer, der automatisch Kühe melkt. Und da habe ich den mal so eine Nacht laufen lassen und da habe ich jetzt genügend Eimer vom Pink Slime, wo ich jetzt Pink Slime machen kann, draus machen kann. Das heißt, ich werde hier einfach mal so eine kleine, naja, so ein kleines Gefängnis bauen. Denn wenn du die platzierst, dann dauert das eine kurze Weile. Dann entsteht daraus ein pinker Schleim. Der sollte jetzt gleich kommen. Dann muss ich ihn töten und die Schleimwelle daraus zu den Crystals halt craften. Warum spawnt er jetzt nicht? Vielleicht liegt es an dem Painted Glowstone. Der Painted Glowstone ist eh ein bisschen komisch und verbuggt, denn der wird zum Beispiel auch auf der Minimap nicht erkannt. Es sieht richtig witzig aus. Du stehst dann da und sind überall Löcher in der Base. So. So, jetzt könnte das Ganze funktionieren. Funktioniert es? Ich warte mal ein bisschen ab, sonst ging das irgendwie immer ziemlich schnell. Naja, da ist er. So, Pink Schleim töten. Und ich habe gleich 5 Schleimbälle rausbekommen. Ich brauche aber insgesamt 4x 9 Schleimbälle. Also 36 Schleimbälle. 9 Stück habe ich schon. Also einen Schleimballblock habe ich bereits. So. Und ja, man muss halt einfach warten, dann die Schleimer töten, warten, Schleimer töten. Und die Energieversorgung ist halt eigentlich das größte Problem. Ich kann mal gucken, ob ich mir noch mehr Solar Panels craften kann oder ob mir da irgendwas fehlt. Ja, Ferrus. Solar. 2 Stück. Ja, 2 Stück geht. Dann crafte ich mir mal 2 Stück davon. Hier, der Schleim ist fertig. Ah, der droppt halt auch diese hässlichen Köpfe. Die niemand braucht. Gleich kommt der nächste. 16 Stück haben wir schon, das fehlen nur noch 20. Fast die Hälfte haben wir bereits geschafft. Kann ja hier beim Autocrafting zugucken. Ich finde, das sieht so geil aus, wie die da reinkommen. Das nächste, das nächste. Die ist ja auch nicht mehr. Also dauert auch nicht mehr so lange. Nur noch 200 von den Logic-Prozessors. Wie sieht es mit dem Solarpanel aus? Hier hinten. Ja, muss halt immer der Sand. Der Sand ist das größte Problem. Du musst halt enorm viel Sand schmelzen dafür. Und eh du 20.000 Sand durchgeschmolzen hast, dauert das halt eine Weile. Darum will ich auch mehrere Öfen hinbauen. Als ob der gerade gar nichts getroppt hat an Schleimbällen. Der nächste. 25 Schleimbälle habe ich schon. Kann ich schon mal so den Schleimblöcken verkraften. Hier. Zack, 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 zack. Zwei Schleimblöcke haben wir schon. Hier, der ist immer noch nicht entstanden. Das heißt, kann ich das schon mal irgendwo durchbrennen. Ich mache das mal kurz anstelle des Sandes rein. Geht nicht. Oh, lol. Ja, gut. Dann muss ich wohl mir irgendeine andere Lösung überlegen. Ich mache es hier im Allosmelter. Genau, da geht das auch. So, da ist der nächste Pink Slime. Jetzt fehlen noch 7 Schleimperlen. Ach so, gut, ich dachte gerade, ich habe vergessen, da einen Bucket rein zu tun. Und ihr seht, man braucht halt wirklich schon ein bisschen was von diesen Schleim. Deswegen war es, glaube ich, eine ganz gute Idee gewesen, das über Nacht laufen zu lassen mit dem mit der Kumek-Maschine. So, 3 Schleimbälle noch kommen, das droppt jetzt dieser eine. Das schafft der. Oder? Komm schon.
schaffst du. Erscheine Schleim. Ich glaube, der hat keinen Bock auf mich. Doch, da ist er. Es fehlt halt genau ein Schleimball. Ja. Los, komm, erscheine. Ich will es endlich fertig machen. Pff, der hat halt keinen Bock. Ah, bitteschön, da ist er doch. Jetzt haben wir einen zu viel. Prima. Ah ja, eine Sache, die ich euch jetzt auch mal unbedingt zeigen muss, das hat auch der Wizard gemacht, beziehungsweise das habe ich auch bereits aus Lootbags gezogen. Und zwar ist das der Stuff of Traveling. Zeige ich euch gleich. Erstmal hier die Teile craften. Einen Alloy-Smelter reintun. Und zwar ist das eine Maschine, ja, so ein Stab halt. Mit diesem Stab kannst du der braucht Energie, kannst du dich mit Shift-Rechtsklick in eine beliebige Richtung teleportieren. Also sieht dann witzig aus, hui, 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 so. Und der benötigt halt Energie. Dafür steht hier unter der Base irgendwo ein Wireless Charger, hier, der den immer wieder aufcharged. Und dann gibt es hier solche Travel Archers, also Reiseanker. Und da kannst du einfach den in die Hand nehmen, dann siehst du das hier. Wenn du draufklickst, wenn du drüber fährst, dann werden die rot. Die haben auch so ein paar schöne Namen. Und dann kannst du mit Rechtsklick einfach dorthin reisen und es lässt sich halt so super easy traveln. Das ist so nice. Ja, hier Maschinen, bin ich da, kann ich es aus dem Alloy-Smelter holen. Gehe ich zu meinem E, rein mit dem Crystal und jetzt kann ich den Laser-Trill machen. Laser-Trill per Shader. 3, 4. Und jetzt eine Sache, die wir noch brauchen, das sind die Teile, davon habe ich versehentlich schon mal welche gemacht gehabt, ja. Jetzt haben wir hier den Laser Trill. Und das funktioniert folgendermaßen. Also, man muss zuerst den Laser Trill platzieren, dann unter dem Laser Trill den Block abbauen. Genau. Jetzt macht er schon so einen coolen Strahl. Ups, ich muss mich löschen. Lol, man kann sich halt wirklich in Pink Schleim löschen. Ich wollte jetzt eigentlich die Gießkanne nehmen. Und jetzt diese Teile. Diese anderen Dinger noch dazu packen, in einem Block drumherum Entfernung. So. Und dann, ja, der macht jetzt, funktioniert dann halt. Beziehungsweise er benötigt jetzt halt die Energie von diesen allen hier. Und dann macht er halt diesen Work, also die Funktion. Und hat hier oben seinen Output. Und ich weiß, ich habe das gerade sehr mies erklärt. Aber ich versuche das mal so ein bisschen zu zeigen. Dazu brauche ich jetzt Energy Cable. Der Energy Cable. Genau. Und eine Diamond Chest nehme ich mir mal. So. Und er hat hier oben drauf seinen Output. Da, wo ich jetzt die Kiste drauf stelle. Und die Sonne geht doch gerade auf, oder? Ne, sie geht unter. Ach, verdammt. Naja. Diese Teile hier benötigen jetzt Energie, sehr viel Energie. Im Vergleich, also das sind Solarpanels Level 4, die sind schon echt ultra Premium. Und also die reichen komplett aus, um das ME-System zu bepowern, die ich jetzt im Inventar habe. Und zwar locker reichen die aus, um das ME-System zu bepowern. Aber diese Teile, die fressen halt echt so viel Strom, das ist nicht normal. So, also drauf platzieren, zack, 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 zack. So, und jetzt bekommt der hier ganz minimal Energie und der hat jetzt hier diesen Countdown und immer wenn das oben ist, kommt ein mehr oder weniger zufälliges Erz, also zwar zufällig, aber halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon etwas raus. Und die Aufgabe ist es jetzt halt, so viel Energie zu produzieren, dass der ordentlich funktioniert. Also das geht. Und ihr seht hier, die Energie wird immer sofort aufgebraucht. Der braucht halt wirklich 1 Million RF, damit das funktioniert. Das ist richtig krank. Ich kann das jetzt mal probieren bzw. zeigen, indem ich mir vom ME-System hier so eine Resonant Energy Cell nehme. Das sind ja die besten, die es gibt.
Und ja, dann platziere ich die einfach mal da dran und dann seht ihr mal kurzzeitig, solange bis halt die Zelle leer ist, wie das da abgeht. Also ich platziere das hier drauf. Oh, warte mal. Ich mache mal kurz den Regen. Ich mache auch mal Tag. Und ja, das zieht jetzt raus. Der hier bekommt jetzt ordentlich Energie. Dieser hier. Und die hier braucht sich jetzt halt sehr, sehr schnell auf. Ich platziere jetzt auch mal hier überall Kabel drumherum, nur um das so zu zeigen, wie das dann aussieht, beziehungsweise wie schnell das gehen kann, wenn kurzzeitig alle maximal bepowert sind. Also hier die Energy Cell drauf. So, die geht jetzt übelst schnell leer. Und dafür bekommt er jetzt halt auch so Zeug. Und jetzt kommt hier oben gleich das nächste Erz rein. Also hier, zack, und das nächste, haben wir jetzt Kohle und Redstone. So funktioniert das Ganze dann halt. Und ihr seht, wie viel Energie der braucht, ja. Das ist echt krass. Und ich überlege noch, ob ich das mit Solarpanels mache oder nochmal so eine riesige Lava-Produktion baue. Also, dass hier komplett so eine riesen Lava-Dings ist. Ich weiß aber nicht, ob das so effektiv ist. Ich denke mal, Solarpanels sind dann effektiver. Das heißt, ich werde mich mal da dran machen, ein bisschen Ferrous Metal zu bekommen. Und dann vielleicht zur nächsten Folge irgendwie so Solarpanels Level 5 zu machen. Auch so für jeden 9 Stück oder so. Ich hoffe mal, das reicht aus. Ansonsten, die Energy Cell wird jetzt halt immer leerer und immer leerer. Hier oben kommen die Erze zusammen und es kommt halt wirklich alles zusammen. Auch Nether-Zeug. Und das ist das Coole. Du kannst auch Ardite und Kobalt bekommen und die ganzen Sachen, die du halt sonst nur durch Siebe bekommen kannst. Das ist halt richtig OP. Und ich kann mal noch ein bisschen zugucken. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Kobalt bekommen. Hier haben wir Gold bekommen. Und ich komme halt überhaupt nicht darauf klar, dass das Teil immer noch Maximum Energie hat. Ich frage mich gerade echt, wie man dann hier Maximum Energie reinbringen kann oder ob das jetzt schon das Schnellste ist, was geht. Ist eine gute Frage. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon ziemlich, ziemlich schnell. Naja, und das produziert jetzt halt. Ich lasse die Solarpanels dann auch hier so stehen. Aber ansonsten produziert das jetzt halt auch die Nacht durch immer so ein kleines bisschen Erze und dann kommt schon ein bisschen was zusammen. Ich warte jetzt einfach noch, bis die Energy Cell hier alle ist. Dann mache ich einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann, wenn sie alle ist. Bis gleich. Okay, ich denke jetzt mal, die Energy Cell ist nahezu alle. Ja, sie ist alle. Und das hier kam alles aus einer einzigen. Also beziehungsweise, das heißt nur, das kam nur aus einer der, also aus der besten Resonant Energy Cell. Also Resonant ist ja die beste. Das heißt, ich schließe hier die Solarpanels an. Jetzt seht ihr hier, wie langsam das geht, obwohl das eigentlich jetzt schon ziemlich fix geht. Also, wenn ich immer Nacht werden würde, geht schon ziemlich schnell. Ah, was auch richtig nice ist, es lädt sich vollautomatisch auf, wenn ich es im Inventar habe, wegen des Wireless Charges. Das heißt, ich kann das hier unten hinpacken. Hab das dann voll. Das finde ich auch geil. So, ansonsten, was ist jetzt von der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt, ja, wir haben halt diesen Laser gebaut. Aber ansonsten habe ich euch eigentlich hauptsächlich was gezeigt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.